schön. Was kann ich für Sie tun? Ich bin wegen der Corona eingekommen. Ach, Sie wollen sich impfen lassen? Wunderbar. Ich hätte ein paar Fragen noch vorher. Ach so. Ja, also ich kann Ihnen da zum Beispiel die Zulassungsstudien von dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer da zeigen. Also eine Riesenstudie. Über 40.000 Menschen haben da teilgenommen. 20.000 geimpft, 20.000 ungefähr in der Placebo-Gruppe. Unglaubliche Menge von Geld wurde in diese Wissenschaft reingesteckt. Teleskopiert, ein bisschen zusammengeschoben, damit das schnell sich ausgeht. Also brauchen wir keine Bedenken haben. Die Menschen haben Angst vor genetischen Schäden, vor irgendwelchen Mikrochips. Also brauchen Sie keine Sorgen machen. Aber schieß mal los. Also die ist schon abgeschlossen. Nein, also die Studie läuft noch bis 2023. Okay. Aber schauen Sie, Wirksamkeit 95%. 95%? Nicht schlecht. Also das heißt, dass von 100 Geimpften 95 geschützt sind. Nein, so wird das nicht berechnet. Also da schaut man dann, wie viele erkranken in der Placebo-Gruppe, wie viele erkranken in der geimpften Gruppe, und das waren jetzt bei der geimpften Gruppe waren das 8 und bei den nicht geimpften waren das 162. Und dann gibt es da eine tolle Formel von Greenwood Jule. 162 minus 8 gebrochen durch 162 mal 100 ist gleich 95% Wirksamkeit. Ich dachte, Wirksamkeit heißt was anderes. Aber eigentlich heißt das ja dann, dass von den 40.000 nur 170 krank geworden sind. Ja, also wäre lieber gewesen, es wären mehr Menschen erkrankt. Nein, es ist mir nur jetzt nicht so viel vorgekommen für eine Pandemie. Habe ich nur gewundert. Und wer überprüft diese Daten? Das ist in den USA ist das die FDA und in Europa ist das die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde. Und die prüfen das alles in Versuchen nochmal nach? Nein, also die haben ja die Daten, die schauen sich diese Daten noch einmal an. Die vom Hersteller. Und da verlässt man sich drauf. Ich meine, kann der da nicht irgendwas schreiben? Na, aber bitte, das sind renommierte Firmen, die könnten sich sowas nie leisten. Nein, ich frage nur, es gibt ja immer wieder so Skandale, weiß ich nicht, GVK, Vioxx und auch beim Mumps-Impfstoff, ne, da waren ja die Daten gefälscht und dann haben so Mitarbeiter geklagt, da war doch was. Na, aber das war doch Merck, das war doch ganz eine andere Pharmafirma. Ach so. Okay, aber hat BioNTech eigentlich schon Impfstoffe produziert? Nein, das ist der allererste Impfstoff, es ist überhaupt der erste mRNA-Impfstoff. Aber schauen Sie, das ist eine renommierte Firma in Deutschland. Schauen Sie da die Adresse. An der Goldgrube 12, lustige Adresse. Aber jetzt hören Sie auf, das hat doch mit der Adresse gar nichts zu tun. Das Wichtige ist, dass die Impfung schützt. Ja, stimmt. Wie lange schützt die Impfung denn? Ja, das weiß man noch nicht genau. Also die Langzeitstudie läuft ja noch, wie gesagt. Das heißt, ich könnte nach 2 Monaten trotzdem erkranken? Ja, das wäre theoretisch möglich. Aber schauen Sie, das Wichtige, wie gesagt, ist, die Impfung schützt Sie vor einem sehr schweren Verlauf. 2000 Personen wurden genauestens untersucht nach der Impfung. 2000? Haben Sie nicht vorher gesagt 20.000? Aber bitte. Ja, das ist eine Untergruppe, die hat man da ausgewählt und die hat man genau angeschaut. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, nur eine Person von 2000 Geimpften hatte einen schweren Verlauf. Okay. Und bei der Placebo-Gruppe, wie viele schwere Verläufe waren das dann? Da waren es 3. Und das ist statistisch signifikant? Hören Sie, die Impfung ist zugelassen, Sie können diesen Behörden vertrauen. Na
Weiß man eigentlich schon, warum einige so schwere Verläufe haben und andere nicht? Naja, das ist sehr komplex. Also zum Beispiel das Alter. Das Durchschnittsalter der Corona-Toten ist zum Beispiel 82 Jahre. Ich bin halt vielleicht ein bisschen unausgeschlafen, aber ich bin 41. Ja, aber es gibt eben auch andere Risikofaktoren, zum Beispiel Übergewicht, Diabetes. Naja, ich habe zu Weihnachten schon ein bisschen zugenommen, aber... Ja, und auch andere Parameter. Also wenn die dann zu niedrig sind, dann ist das auch wieder gefährlich. Aber was für Parameter sind denn das? Ja, also das ist zum Beispiel eine gesunde Darmflora, Vitamin D, Glutathion, Zink, Melatonin. Also bei Kindern, da weiß man jetzt zum Beispiel, die haben einen sehr hohen Melatoninspiegel und deshalb stecken sie das auch in der Regel sehr leicht weg. Aber das heißt, wenn ich mich gesund ernähre und auf dieses Melatonin, Vitamin D und was Sie da gesagt haben, achte, wäre ich dann auch geschützt? Ja, theoretisch. Ja, aber schauen Sie, es geht doch beim Impfen auch darum, dass Sie andere schützen. Ja, stimmt. Schützt die Impfung denn die anderen? Das heißt, wenn ich geimpft bin, kann ich niemanden anstecken. Dazu gibt es noch keine Daten. Das weiß man also nicht? Nein. Es kann also sein, dass ich geimpft bin und trotzdem eine Virenschleuder. Ja. Und die Nebenwirkungen der Impfung? Ja, da war nichts Schlimmes dabei. Ganz üblich, ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle. Vielleicht ein bisschen Fieber oder Schüttelfrost, nichts Großartiges. Es ist auch wichtig, da sieht man, dass die Impfung anschlägt. Ah, da sehe ich. Aber warum? Bei der zweiten Dosis, bei den Geimpften, warum waren da die Nebenwirkungen so viel schlimmer? Ah, das ist wieder ganz ein anderes Thema. Das sind die sogenannten LNPs. LNP was? Das sind Lipid-Nanopartikel. Das ist wichtig, das sind Adjuvantien in dieser Impfung. Nanopartikel? Also, was tun die so, oder? Oder was kann das langfristig zu irgendwas führen im Körper, oder? Sie mit Ihren tausend Fragen, das weiß man einfach noch nicht genau. Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie noch immer nicht ganz verstanden, warum ich mich impfen lassen soll. Ich kann nicht mehr. Und ich wollte noch was wegen dieser ADEs fragen. Nein, la 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 la. Über Weihnachten ein bisschen zugenommen, aber ich weiß nicht. Dass ich das eigentlich sagen, nein, das ist schon stark. Du bist voll super. Okay. Nein, du darfst nicht lachen. Du musst so geschockt schauen, oder? Das ist so Outtake-Material. Jetzt weint sie. Weinen ist nicht schlecht für geübte Menschen. Ja. Also so, ne, oder wie? Ja. Na gut, das wird schwierig. Das ist das Schwierigste. Ja.